Drop this bass. Damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Project. Noch unbekannt, ihr entscheidet ab der morgigen Folge. Gut, nichtsdestotrotz habe ich ja gesagt, wir wollten jetzt mit dem Haus anfangen. Da ich so ein bisschen modern bauen will, also auf jeden Fall innen Holz und dann außen können wir ja mit Marble, Stone Slabs, Stone Bricks und so arbeiten. So, müssen wir da ein bisschen, ich denke mal Terraforming machen wir hier nicht groß. Würde ich jetzt mal vermuten, weil Terraforming jetzt extrem. Oder machen wir eine 8? Nee. Okay, ich habe noch keinen Rubin eingespeichert. Das muss man so oder so mal hier noch schnell reinhauen. Zumindest die. So, machen wir uns mal ein paar Knochen. Wir brauchen ja noch ein bisschen, damit wir endlich die Nacht überschlafen können. Ah, und schon auf Strings und nun brauchen wir keinen Flachs mehr. So, Strings rein. Alles außer 3 kann rein. Dankeschön. 103 EMC. 103.000 EMC. Meine Güte. Ich muss es gleich wieder übertreiben. Gut. Nächte können überschlafen werden in der 5. Folge. Okay. Machen wir Terraforming. Allerdings müssten wir dafür erstmal ein was machen von Project E und zwar den Repair-Talisman. Dafür brauchen wir ein bisschen Papier. Das ist ja kein Problem. Das haben wir hier noch ein bisschen stehen. Können wir auch gleich mal einmal Zucker machen. Zuckerrohr später dann zum Schön bauen. Einmal Papier bitte. So. Paper, please. 1, 2, oder? Ne, plus 1. Allerdings 2 Strings. So. Und dann brauchten wir Charcoal. Das heißt, wir müssen einmal Holz brennen. Das macht ja nichts. Können wir ja machen. Dann brauchten wir für diesen zweiten, brauchen wir Eisen und Redstone. Können wir jetzt gleich mal machen. Kriegen wir zwar 64, aber... Oder 40. 8 Cobblestone. Das könnte jetzt schwer werden zu erreichen. Aber nein, nicht wirklich. So, es geht halt wirklich bloß mit Holzkohle. Mit normalen Kohle geht das nicht. Und jetzt brauchen wir noch Diamanten und Kohle. Diamanten und Kohle. Und dann sind wir immer weniger EMC. Gut. Nein, jetzt müssen wir den Repair-Talisman, wie rum war das, oben, grün, hellblau, also quasi immer spiegelverkehrt, außer in der Mitte, das geht leider nicht. Paper und Strings, einmal frei, den tun wir jetzt mal fix hier rein, holen wir uns mal 2 oder 3 Stück raus, und wie man sehen wird dann unsere Tools automatisch repariert. Oh, rein. Okay, dann müssen wir erstmal Terraforming machen. Sticks. Also erstmal bloß Mittelerde abtragen. Ja, komm mal. Ein bisschen hier um. Entleeren. Den heben wir auf. Kann rein. Wird später wieder fair. Nichtet oder so, dass wir jetzt ungefähr wir machen kein Terraforming,
Zumindest Terraforming jetzt noch nicht direkt. Also jetzt muss ich auch mal durch, mühsam hoch. Wir holen uns erstmal ein bisschen Jungle Wood. Trotzdem wieder raus. Und ich hätte Oakwood noch reintun müssen. Auch schon drinnen. Dankeschön. So. Jungle und Oak wird als. Also Jungle wird als Boden. Boden. Sieht da doch relativ angenehm aus. Okay, da sieht das hier halt noch ein bisschen schwebend aus. Ich will das eigentlich. Da unten muss ich dann wieder weg. Machen wir uns nicht die ganze große Fläche zu eigen. Und die nehmen wir mit. Ha! Gegrieft. Ich dachte, ich habe gerade einen Dorf gesehen. Aber ich bin schon so. Optische Täuschung, Auge, Aua. Und so, man versteht. Okay, so passt das. Na? Danke. Ja, super. Ah, so. Einatmen, ausatmen. Es auch gut in die Kiste tun oder besser gesagt zurück zum EMC-Lager. Und erstmal viel Brot essen. So, jetzt kann ich erstmal in Ruhe ein bisschen Boden ziehen. Ich weiß, es wird wieder mal hier bombastisch groß. Allerdings haben wir dann auch irgendwann ein ME-System mit Auto-Crafting. Und deswegen habe ich mir auch mein Factory Reloaded reingetan. Da kommen wir uns nämlich auch mit einem bestimmten Tool. Ich müsste irren, müsste lügen. Mein Factory Reloaded. Und zwar, nein, ich weiß doch. Das war der Laser Drill. Und der Laser Drill Precharger. Der generiert uns EMC. Und den können wir, glaube ich, doch craften. Aber der hat keinen EMC-Wert. Pink Slime Crystals. Und Pink Slime, da brauchen wir dann Pink Slime Balls. Und die kriegen wir halt nur, wenn wir einen bestimmten Mob erschaffen. Da brauchen wir einen Grinder. Nein, ein Slaughterhouse. Ein Schlachthaus. Müssen wir dann eine Tierfarm machen. Mit viel Gold und so. Deswegen hat es auch so einen hohen EMC-Wert. Das tun wir allerdings nicht einspeichern. Weil das wäre dann wirklich zu billig. Aber okay, wir kriegen ja alles schon hin. Ich denke mal, hier unten könnten wir ja dann eher so schon an. Das lasse ich mal ein bisschen offen. Dass wir da vielleicht einen Technikbereich hinmachen oder der Eingang zum Technikkeller wird. Wer weiß, wir haben noch viel Zeit bei dem Projekt. Wir sind schon wieder am großen Haus bauen. Vielleicht tun wir auch später mal den Boden hier austauschen. Wer weiß das schon, was die Zukunft bringt. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich sehe da ein was mich jetzt immer interessiert noch. Clay. Oh yeah. Denn ich hatte das Slaughterhouse noch mit einem ganz anderen Crafting-Rezept im Kopf, weil da brauchte man, glaube ich, Invar. Und Invar, da hätten wir uns einen, noch eine weitere mal hinzufügen müssen. Nämlich Ender.io oder Thermal Foundation. Mit einem Pulverizer. Hier kommen wir noch. So. Und das wollte ich eigentlich nicht machen, da können wir das aber so machen. Wenn ich überlege, dass ich hier nochmal Oak drum umsetzen muss.
Und ich bitte mal nicht versuche, hier ins Wasser zu fallen. Dankeschön, weil... Gut, wir kämen leicht raus, aber... Was nicht sein muss, muss nicht sein. Okay, das habe ich mir wieder was hier Großes ausgedacht. Okay, das hier entsteht quasi alles live in der Aufnahme. Ich tue hier nichts überlegen oder offscreen mal ausprobieren. Ich baue einfach drauf los. Wildes drauf losgebaut in der Hoffnung, dass es irgendwann schön aussieht. Und es geht halt wieder los mit dem Verbauen. Einmal zu langsam auf einer Stelle geblieben. Zack, verbaut. Allerdings kennt man das ja von mir. So, diese Map ist allerdings noch eine Singleplayer-Welt. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Server auf. Ich weiß es nicht, ich verspreche jetzt nichts. Denn am Ende wird es nichts. Und dann sind dann viel traurig und dann... Ja, das wollen wir ja nicht riskieren. Traurige Zuschauer muss man nicht haben. Weil man will niemand haben. Nicht muss, sondern will niemand haben. Ja, hier kann man so ein bisschen zumachen. Ich denke mal, das könnt ihr ja verstehen. Dass man über nichts verspricht und dann vielleicht doch noch was sich ergibt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das nimmt doch langsam Gestalt an. Aber ich muss jetzt eh gleich erstmal schlafen gehen und wieder Jungle Wood holen. Und dann vielleicht mal hier das ganze Zeug dann noch. Das können wir jetzt gleich mal machen hier. Kurz den Rasenmäher spielen. Mäh, mäh. So, und ich glaube, jetzt hat man gerade meine Flasche knacken gehört. Meine Flasche hat geknackt. Ja, die Pilze können auch weg. Ach, EMC-Farm wächst. Wächst und gedeiht. Haben wir hier Microblocks drin? Cover, ja, wir haben hier Microblocks. Da können wir uns nämlich mit einer so. Jetzt muss ich gucken, geht das auch mit Marble? Ja, das geht mit Marble. Das ist sehr erfreulich. Nein, doch Marble Panel. Weil da können wir uns dann mit den Stone Bricks sozusagen. Ich probiere es dann. Das ist jetzt bloß wieder mein Gedankengang. Da ist was im Kopf entstanden. Das muss ich dann umsetzen. Und ja, ich hab's vergessen, einen Jungle Wood mitzunehmen. Ihr werdet es bestimmt schon gemerkt haben und gedacht haben, hören, wo bist du? Aber okay, das ist halt manchmal woanders. Ja, okay, man dann ein bisschen noch mehr mitnehmen hier. Und das müssen wir dann so oder so dann noch ausleuchten hier, stückweise wieder. Wir müssen dann sozusagen erstmal mit Industrial Craft anfangen, dass wir unsere Erze verdoppeln können und nicht verschwenden. Ich will das halt nicht benutzen, um hier Erze zu generieren, EMC, weil dann lieber bloß zum Bauen oder halt wie den Repair-Talisman, um mit unseren Tools länger am Leben zu erhalten. Oder halt unsere Rüstung. Denn eine gute Rüstung geht schnell geht auch irgendwann mal kaputt. Allerdings können wir das so verhindern. Na komm. Ah. Es wird doch langsamer. Ja, ich sollte nichts beschreien. Wenn ich irgendwas beschreie, na, dann passiert wieder sowas. Und ich hoffe, man hört nicht meine Maus und Tastaturen. Ich werde auch irgendwann mal die Tage mal meinen PC-Setup reinsetzen. Wenn ich dran denke und es nicht vergesse. Weil man hat mich auch gefragt, wie mein PC, was ich für einen PC habe. Ich weiß, dass ich einen i5-Prozessor habe. Ich weiß nicht den genauen Typ. Allerdings weiß ich, was ich für eine Grafikkarte habe. Ich habe einen Nvidia GeForce GTX 1060er. Ha, die habe ich mir mal dieses Jahr gegönnt. Weil ich wollte mir hier, wie heißt es? Das Schande-Spiel des Jahres 2016 habe ich mir geholt. Ich gebe es zu. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen.
was aktuell immer noch im Laden 60 Euro kostet, was eigentlich Early Access war. Ja, sag schon. No Man's Sky. Jetzt kam ich drauf. Ja, ich weiß, das ist ein Schandespiel. Ich beziehe es mal als Schandespiel des Jahres, bezeichne es mal als Schandespiel des Jahres 2016. Denn aktuell gibt es ja, glaube ich, immer noch kein neues Update. Warum auch? 60 Euro kassieren und dann, ja, bringen wir mal keine Updates. Sagen wir so, hätten sie eine Online-Fähigkeit reingemacht, dass man sich wenigstens sieht und nicht hier bloß. Ja, man sieht bloß, wer das entdeckt hat und wann. Aber seine Kumpels oder so kann man da nicht treffen. Nee, das ist dann so No-Go. Ah, jetzt müsste ich mir noch mal ein bisschen Glas machen, weil da will ich da wenigstens hier einen Glasboden erstmal reinmachen. Dass ich mir das merke, dass ich da was vorhab. Sand. Sand, Sand, Sand. Muss ich doch wieder darüber. Na komm, Sand. Tut sich doch schon Repair-Talisman auch mein Hunger. Nee, doch nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Und ja, nee, doch kein. Nein, ich muss darüber. Na, hol ich mal fix mit dem Sand, schnell. Okay, ich bin schon wieder an Überlänge machen hier. Ich will wenigstens noch das. Den Glasboden noch in der Folge jetzt hier reinzimmern. Nicht, dass ich hier so unproduktiv bin wie manchmal. Okay. Da können wir jetzt einmal Glas machen, einmal Sand einspeichern, Glas einspeichern und Sandstone einspeichern. Respektabel. Und wir könnten mal die Flaxseeds weghauen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet, dass ich EMC bloß zum Bauen benutze und nicht hier noch zum Cheaten von Ressourcen, weil muss man nicht machen. Ich habe mit meinem Factory Reloaded eine Alternative gewählt, die akzeptabel ist und dann auch noch Energie kostet. Allerdings haben wir hier das Solar Panel drin, und zwar dieses hier. Das hat auch EMC. Da könnt ihr mir mal reinschreiben, ob ich das wiederum benutzen darf, um bis hierhin zu kommen. Dass wir unsere Erze dann später damit bepowern können. Allerdings wollte ich jetzt erstmal noch schnell einmal Sandstein, Glas. So. Erde hat schon nicht mal drin gehabt. Holy. Okay, das ist natürlich mau. Ah, dankeschön. Da. Glas. Wir haben ja dann auch noch das Stained Glass. Da können wir ja auch noch machen. Brauchen wir halt bloß bestimmte Farbstoffe. Orange Dye. Okay, das kriegen wir ja hin. Ist ja kein Problem. Aber jetzt machen wir schnell noch den Boden rein. Nicht, dass ich hier eine extrem lange Folge habe. Boah. Vielleicht tue ich mir auch noch Optifine drauf, dass wir hier Borderless Glas haben. Mal gucken, ob ich das demnächst mal hinkriege. So. Gut, dann schaffe ich das jetzt schon auch weg. Und sage schon mal an der Stelle hier, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten halte ich es vollkommen euch überlassen. In dem Sinne, macht's gut und bis demnächst. Tschüss.